Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Ostermontag, der 18. April 2022 und ich bin heute mal in Magdeburger Fort am Kleinbahnverein. Hier ist der Traditionsverein Kleinbahnkreis Jericho e.V., glaube ich. Und hier fahren wir mal und dann schauen wir uns hinterher den Bahnhof und die Gleisanlagen an. Zu jeder vollen Stunde fährt heute ein Zug Richtung Magdeburger Fort Zentrum, glaube ich, über Magdeburger Fort Lindenstraße. Und da kommt schon die Zuglok.
So, und hier ist der Endpunkt der Strecke. Ich weiß jetzt gar nicht, Magdeburger Fort Mitte oder so ähnlich heißt hier der Haltepunkt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie hier wirklich noch weiter bauen wollen, aber ich vermute mal, da geht die Strecke dann weiter. Ich dachte mal, die geht in eine ganz andere Richtung. So, hier kann man wohl die Waggons und die Loks auf den Sattelschlepper rauffahren. Schauen wir uns mal die Gleisanlagen an. Ja, hier ist noch ein Stück altes, verrottetes Gleis mit einem alten Güterwagen. Und hier haben sie gerade am Güterschuppen den Gleisanschluss neu gelegt. Hier lag, glaube ich, noch keiner. Können sie jetzt auch die Loks hier hinfahren. Und in den letzten Jahren haben sie auch die zwei Umfahrgleise hier angebaut. Da haben sie dann genügend Rangiermöglichkeiten. Ja, und schaue ich mir da hinten nochmal die Lokschuppen an. Hinten geht es dann Richtung Lumpenbahnhof. Da habe ich mir gerade noch mal bestätigen lassen, dass da die Strecke definitiv zu Ende ist, aber eventuell soll noch ein Umfahrgleis gebaut werden. Da beginnt dann noch ein anderer Landkreis, deswegen konnten sie da nicht weiter bauen. Und hier geht es dann noch bis Grabow, soll noch gebaut werden, glaube ich. Grabow? Habe ich das jetzt richtig? Ich weiß nicht, aber die alten Grabow, glaube ich. Ja, ein paar Meter Feldbahngleis, 600 mm sind hier auch. Hier ist ein kleiner Abstellschuppen, aber ich glaube, heute ist kein Feldbahnbetrieb. Oh, ich werde mal den Link von meinem alten Video reinstellen. Vor 4 oder 5 Jahren war ich hier schon mal hier, habe hier gefilmt. Oh, hier hat die Schiene einen Bruch.
Können wieder rüberfahren. Naja, ich weiß gar nicht, ob sie die Loks hier abstellen. Treten der Gleisanlagen verboten. Gucken, ob die Gleisweiche funktioniert. So, schwergängig. Jo, geht. Tja, das war noch schöne Technik. Jetzt ist die Feldbahnstrecke auch schon wieder zu Ende. Aber im Prinzip haben sie bloß ein paar Meter. Und hier ist normalerweise auch immer eine Garteneisenbahn aufgebaut, aber ist im Moment scheinbar nicht. Ach, steht der hier auch dran, Gartenbahn. So, dass man keinen Betrieb hätte. Oh, Blick in den Lokschuppen. Da hinten, da steht noch eine demontierte Diesellok, sehe ich gerade. So, haben sie ja ordentlich rollendes Material. Und da stehen noch einige Bauwaggons. Im Mai soll eine Dampflok kommen von der Zittauer Schmalspurbahn. Ja, hier ist nochmal Blick Richtung Lumpenbahnhof. Und hier nochmal der Blick. Hier stehen noch ein paar schöne Bauwaggons rum. Oh, ist doch Feldbahnbetrieb heute. Ja, das war erstmal der Eindruck vom Traditionsverein Kleinbahn Kreis Jerichow. Ja, sehr schöne Anlage. An allen Feiertagen machen die ja Fahrbetrieb, sollte man mal gesehen haben. Ja, gibt es noch irgendwas zu sagen? Nö, zum Lumpenbahnhof laufe ich wohl nicht. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Noch ein Nachtrag. Feldbahnfahrten sind heute doch möglich.